Was für uns Menschen unter dem Schuh einfach nur ekelhaft ist, ist für unseren besten Freund sehr oft hochinteressant. Hundekot. Auch die Ausscheidungen von Pferd, Katze und Mensch können die kleinen Racker in wahre Begeisterungsstürme ausbrechen lassen. Aber warum finden manche Hundekot so toll? Ein Grund sind die hier enthaltenen Fettsäuren, die sehr betörend zu wirken scheinen. Welche Gründe es sogar gibt, dass Hunde Kot fressen, erfährst du im folgenden Video. Generell kann das Kotfressen bei Hunden vorkommen. Als ganz normal kann es aber dennoch nicht bezeichnet werden. Denn selbst der Urhund, nämlich der Wolf, hat nirgendwo eine entsprechende Motivation in seiner DNS abgespeichert. Das mag auch daran liegen, dass der Wolf normalerweise selbstständig dafür sorgt, dass er ausreichend zu fressen bekommt. Womit wir auch bei einem der möglichen Gründe für diese Angewohnheit, die auch Koprophagie genannt wird, angekommen sind. Deine kleine Schnüffelschnute hat schlicht und ergreifend Hunger. Es kann leider vorkommen, dass ein Herrchen oder Frauchen es nicht so genau mit der regelmäßigen Fütterung des kleinen Knopfes nimmt oder die Futtermenge schlicht und ergreifend falsch eingestellt ist. In solch einem Fall beginnt der Hund selbst nach Nahrung zu suchen. Und Kot kann diesen Mangel einer zu geringen Futtermenge ausgleichen. Auch ein bestehender Energie- und Nährstoffmangel kann durch dieses Verhalten paradoxerweise kurzfristig behoben werden. Übrigens kann es bereits bei Welpen passieren, dass diese mit dem Kotfressen beginnen. Hier ist aber vor allem Neugier der Auslöser und kann dem kleinen Rackerchen relativ schnell abgewöhnt werden. Ein weiterer Grund für das Kotfressen ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Im schlimmsten Fall resultiert also dieses Fressverhalten aus einer Vernachlässigung durch den Besitzer. Der Hund wird für dieses Verhalten in der Regel getadelt und so negativ diese Erfahrung für den armen Spatz auch sein mag, sie bedeutet dennoch, dass er endlich ein wenig Aufmerksamkeit kriegt. Auch Frust kann ein Auslöser sein und tritt hier verstärkt in Hundezwingern auf, in denen zu viele Tiere bei schlechtesten Hygienebedingungen gehalten werden. Kotfressen kann ebenfalls dazu dienen, das eigene Revier zu verteidigen. Das klingt erstmal bizarr, warum also? Ganz einfach, möglicherweise hat Nachbars Waldi beschlossen, sich in deinem Garten zu verewigen. Dein Hund findet das in seinem Herrschaftsgebiet aber gar nicht lustig. Schließlich scheint es so, als würde es vor der feindlichen Übernahme stehen. Was also tun? Richtig, den Kot des bellenden Feindes einfach fressen. So konnte die Invasion gerade nochmal abgewendet werden. Nicht zuletzt kann leider ein weiterer ernster Grund hinter dieser Neigung liegen. So kann beispielsweise eine Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse dazu führen, dass die Schnüffelschnute wichtige Nährstoffe aus der Nahrung nicht richtig verwerten kann. Das führt nicht nur zu einem Gewichtsverlust, sondern gegebenenfalls auch dazu, dass er beginnt, Kot zu fressen, um den Energieverlust auszugleichen. Du siehst also, Kotfressen ist eine Eigenart, die mehrere Ursachen haben kann. Auch Darmprobleme können zum Beispiel ein Auslöser sein und der Hund versucht durch den Kot eines anderen Hundes, die Darmfunktion durch die noch vorhandenen guten Darmbakterien wiederherzustellen. Sollte deine Fellnase Kot gerne fressen, versuch bitte herauszufinden, wo der wirkliche Grund hierfür liegt und hol dir falls nötig Rat beim Tierarzt deines Vertrauens. Wenn du kein Video von den Schnüffelschnuten mehr verpassen willst, klick jetzt auf den roten Abonnieren-Knopf und danach auf die Glocke. Und wenn du jetzt gleich noch weiterschauen willst, dann klick auf eines der zwei Bilder, die du siehst, und du kommst direkt zum Video.